Und da wird es jetzt richtig mega. Wally Warning hier bei uns auf UE24 TV mit seinem neuesten Hit Mega. Um was geht's denn da? Das ist eine Mega-Liebe. Das ist ein Liebessong, das total durchdringt. Und wenn man den Text liest, dann kann man das total verstehen. Mega-Love. Und wie ist denn dieser Song zustande gekommen? Denn Sie teilen ja auch ein sehr trauriges Schicksal. Sie waren 2016 völlig gelähmt und jetzt sitzen Sie topfit neben uns. Wie ist das möglich? Was ist da passiert? Das ist passiert. Okay, 2016, es war am 23. Samstag war das. Und dachte ich topfit am Laufen. Und dann auf 6 oder 7 Uhr habe ich meine Frau gesagt, hey, ich fühle mich nicht so gut. Und dann kam diese Krankheit, das GBS, Guillain-Barré-Syndrom. Ja, das ist eine Nervenkrankheit. Ja, und war ich von abends 11, 12 war ich total bis hierher gekommen. Alles gelähmt. Also das hat sich nach und nach ereignet oder ja, war es mit einmal da? Nein, nee, nach und nach. Erstmal die Hände und dann die Beine und nach und nach. Und wie ist es möglich, dass Sie jetzt heute zum Glück, muss man sagen, topfit neben uns sitzen? Okay, das ist so, diese Krankheit. Das ist eine seltene Krankheit, aber die sagen, dass meistens nach 3, 4 Jahren, dass es wieder weggeht. Okay. Und jetzt bin ich in dem 3. Jahr und es geht immer wieder, ich komme langsam mehr fitter, es kommt wieder zurück. Das ist ein, okay, ich habe Glück, das ist nicht immer so, aber zwischen 3 und 4 Jahren meistens geht es weg. Und hatte diese Krankheit Auswirkungen auf Ihre Musik? Hat die sich diesbezüglich verändert? Wenn ja, wie? Und hat auch Ihr neuer aktueller Song etwas damit zu tun? Nee, die Song hat mit der Krankheit nichts zu tun. Aber es ist so viel passiert in meinem Leben. Ich habe so viele Songs geschrieben und meine tiefe, starke Emotionen und manchmal mit Schmerzen, weil ich dort habe die Pfleger gesagt, du schreib dieses jetzt für mich. Aber er hat gesagt, das ist schnell geschrieben. So, ich war immer dabei an meiner Musik, aber es war eine innerliche Kraft, das mich total geleitet hat. Wenn sich die Musik von Wally anhört, das hören wir jetzt hier im Hintergrund. Da läuft gerade sein aktuellster Song. Sie haben ja auch eine ganz, ganz besondere Stimme. Vielleicht können Sie mal so 10 Sekunden mit einstimmen. Sie hören ja den Song gerade im Hintergrund. Full dedication, patient. Tired of your love, now me never get tired of your touch. Super. Und ich habe auch gesehen, Sie machen die Musik nicht mehr alleine, sondern Ihre Tochter haben Sie mit ins Boot gezogen. Ja. Wie kam das dazu? Und machen Sie jetzt seit neuestem Musik zusammen oder war das schon immer so? Das war schon immer so. Und seit sie klein ist, und so hat sie gleich zweite Stimme gesungen. Ich sage, boah, es ist musikalisch. Und so, also dann hat sie Gitarre, wo Klavierunterricht. Aber das hat sie nicht so gefallen, weil die Lehrerin war so streng. Aber in jedem Fall, dann ist sie übergestiegen auf Gitarre. Und jetzt spielt sie Bass, Hammerbass, Bassistin. Und sie ist voll dabei, sie ist voll musikalisch, total. Schreibt ihr auch ihre eigenen Songs. Und jetzt ist sie dabei, kommt ein Album von ihr draußen in Deutsch. Ein neues Album sprechen Sie gerade an. Wie heißt es denn? Und ist es ja schon aktuell erhältlich? Es ist jetzt kommt er in die nächste Woche oder jetzt kommt er bald raus. Und das heißt? Die Lied, die Chaos, gibt es ein Lied, das heißt Chaos. Das passt zum Wochenstart. Das Album ist total schön. Vielleicht hat meine Frau es dabei, können wir eine schenken. Ah, ja, super. Ja. Genau. Und wie sieht es denn aus? Geben Sie auch Konzerte, wenn ja, auch eventuell in Wien? Weil Sie sind ja ursprünglich aus München. Genau. Ja, das wäre super, wenn es klappen würde nach dem Mega, wenn die Leute so hören, sagen, hey, wir wollen ihn live haben. Das wäre mir eine große Freude. Und ich bin bereit. Sie sind bereit. Ja. Und teilen Sie auch musikalisch Ihre Geschichte, die Sie da erleben, aktuell mit dieser Nervenkrankheit? Und wenn ja, wie gehen da die Fans damit um? Es gibt sicherlich auch andere Menschen, die diese Krankheit haben. Wird da untereinander ausgetauscht? Können Sie da helfen? Ja, ich habe eine Frau getroffen. Sie hat vor allem meine CDs gekauft. Und sie hat gesagt, 11 Jahre war sie mit dem Stock. So, es ist nicht immer so schlimm. Sie ist begeistert. Und ich habe jemand anderes getroffen, der auch 3 bis 4 Jahre gehabt hat. Und sie sagt, jetzt geht er Skifahren, ist alles weg. So, wow. So, es ist so eine strange Krankheit. Es kommt und es geht, aber nicht immer
normal. Das ist, lieber Gott weiß, wie es geht, aber es ist keine Garantie. Wir sind froh, dass es Ihnen wieder besser geht und dass Sie auch musikalisch vor allem wieder durchstarten. Das war es von unserem Frühstückstalk von Valley Warning. Wir wünschen Ihnen alles Liebe und sind neugierig, was dann uns erwartet mit Ihrem neuen Album. Ja. Dankeschön für den Besuch hier bei uns im Studio. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann gleich wieder zurück bei uns auf UI24TV mit Top geklickt, mit den besten Influencern Österreichs. Welche Top 10 beschäftigen uns da? Alle Infos gleich.